Mein Name ist Koller André. Ich bin gelehrter Käser. Unsere Käserei ist im Kanton Bern, in der Gemeinde Rüegisberg. Wir sind rund 850 Meter über dem Meer. Ich bin hier in meinem elterlichen Betrieb tätig, wo schon mein Urgroßvater vor mehr als 100 Jahren gekäset hat, in der vierten Generation. Wir machen Hauptsorte Emmentaler, wie wir sie hier sehen. Nebendran noch viele kleinere Spezialitäten. Eben, wie gesagt, vorhin schon unsere Milchlieferanten liefern Milch zweimal im Tag einliefern, wo wir dann die Verarbeitung vom nächsten Tag fahren, am Abend vorher an. Wir haben den ganzen Morgen, wo wir mit Milchsäurebakterien den Käse so in einen Säurungsverlauf probieren zu steuern, wie wir ihn gerne haben, wie Qualitätsanforderungen haben sie. Mit Temperaturkontrolle, mit Heißhaltezeiten, mit allem zusammen, wo jeder Schritt ganz genau dokumentiert wird. Nach der Fabrikation, wo der Käse automatisch gepresst wird, bis am anderen Morgen, wird er nach der Salzbadbehandlung, kommen Käse hier rein, in den Heizungskeller, wo wir jetzt sind. Und beim Emmentaler ist hier das Spezielle, dass die Lochbildung durch Temperatur einzig von den Propionsäurebakterien, spezielle Art von Bakterien, die wir nur beim Emmentaler haben, angewendet, die die Lochbildung macht. Und der grösste Teil des Aroma wird so entwickelt. Wenn alles so ist, bleibt der gut. Man kann ihn bis 3-4 Jahre Maximum lagern mit der entsprechenden Pflege. Das ist nicht ein Müssen für uns. Wir dürfen das Käse lehren. Und ich bin bis jetzt stolz darauf, ein solches Produkt zu machen, das so weit herum bekannt ist und die Schweiz ein bisschen weiter repräsentiert. Mit Frischprodukten ist das heute ein Wettlauf um die Zeit. Also wir holen in den Käsereien auf dem Land die Käse ab mit dem LKW und bringen die in ein Käselager, wo sie nochmals nachgereift werden, bevor sie anschließend als Erstklasskäse an Kunden weitergeliefert werden. Man muss vor allem auf die Temperatur schauen, die muss konstant sein, wenn der LKW unterwegs ist, dass die Käse nicht schwitzen. Und was auch ein bisschen schwierig ist, die Ware ist ja nicht verpackt. Die Laibe, die liegen aufeinander und die sind sehr rutschig. Und da muss man gut schauen, dass die nicht verrutschen, dass die Ladung auch gut am Ort ankommt. Wir arbeiten schon lange mit Carrier zusammen. Seit circa 20 Jahren haben wir nur noch Carrier-Kühlgeräte. Wir haben auch viele Mehrzonenfahrzeuge, große, kleine, und daher haben wir heute Vector, Supra, Viento Kühlgeräte im Einsatz.